Wer schon einmal umgezogen ist, der weiß, wie viel Arbeit das bedeutet. Damit so etwas reibungslos vonstatten geht, gibt es Profis wie die Umzugsfirma Umzüge nach Maß in Neubrandenburg. Seit nunmehr 30 Jahren sind sie im Geschäft und bieten neben dem kompletten Umzug auch Lagerungsmöglichkeiten an. Den Kunden stehen hierbei Boxen von 3 bis 65 Kubikmeter zur Auswahl. Alles, was während eines Umzugs keinen Platz in den eigenen vier Wänden findet, kann hier untergestellt werden. Auch kurzzeitig kann man diesen Stauraum nutzen oder beispielsweise Gartenmöbel überwintern. Betriebsleiter Christian Meyer steht allen Kunden hierbei mit Rat und Tat zur Seite. Meistens ist es immer so, dass der Kunde tatsächlich reinkommt und gar keine Vorstellung hat, welche Größenordnung er dort einlagern möchte. Dann empfehlen wir natürlich auch eine Box. Der Kunde kann die Box hier direkt anmieten. Wir würden direkt auch die Box freigeben nach einer kurzen Schlüsselübergabe und nach einer kurzen Einweisung in unserem Objekt. Und dann fahren wir natürlich auch selbstverständlich mit den Kunden einmal ins Lagerhaus und zeigen ihm auch vor Ort, über welche Größenordnung wir dort sprechen, dass er einfach mal eine Vorstellung gewinnt, was er dort auch anmietet. Die Fahrt zu den Lagerboxen ist von der Firmenzentrale nur wenige Minuten entfernt und wird den Kunden mit dem firmeneigenen Elektrofahrzeug angeboten. Oftmals sagt man, ich habe nur ein Sofa und habe hier 4, 5 Kartons. Und oftmals ist es doch so, dass einem das doch ein bisschen klein vorkommt oder ein bisschen auch zu groß vorkommt. Also schön ist es, wenn man es einmal gesehen hat und dementsprechend sich sein Lager und seine Lagerbox anpasst auf das, was man einlagern möchte. Das System ist unkompliziert und bedarf keiner weiteren technischen Vorkenntnisse. Für das Gebäude bekommt der Kunde einen Chip, mit dem er das Haupttor öffnen kann und so zu seiner Lagerbox gelangt. Dann steht es ihm frei, was er wie lange dort einlagern möchte. Für eine bestmögliche Gewährleistung der Sicherheit wird das Gelände und der Innenbereich kameraüberwacht. Keiner kommt hier ungesehen rein oder raus. Und trotz der vom Vermieter versicherten Gefahren wie Feuer, Sturm oder Hagel bis zu einer Summe von 1.500 Euro sind leicht entflammbare und verderbliche Güter oder Chemikalien von der Lagerung ausgeschlossen. Wer nicht von dem sogenannten Self-Storage Gebrauch machen möchte, kann sich sein Hab und Gut auch von den Profis einlagern lassen, inklusive Abholung und Verpackung. Auch für gewerbliche Zwecke können die Lagerboxen genutzt werden. Hier genießt natürlich der Kunde das Lagerhandling, das heißt, wir übernehmen seinen Hausrat in unser Lager reinzubringen, fest einzulagern, langzeitig einzulagern und natürlich auch später wieder retour das Ganze zurückzubringen. Für das Bringen und Holen gibt es noch ein zusätzliches Angebot. Auf dem rund 14.000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Wasserwerks der Brauerei Nordbräu steht in einer der Lagerhallen die Flotte von Wechselbrücken. Hier ist es so, dass wir kurzzeitig einlagern können. Das heißt, das Fahrzeug, so wie es steht, fährt beim Kunden vor. Wir können das einmalig verladen. Und dieser Wechselcontainer dementsprechend wird einfach nur im Lager hier bei uns abgesetzt. Das dient wirklich dazu, dass man kurzzeitig einlagert, 3 bis 4 Monate. Wenn der Kunde das wieder abruft, kann man da, wie gesagt, das Ganze wieder ganz einfach aufnehmen, indem man unterfährt, in unsere Halle die Brücke aufnimmt und dann wieder direkt sozusagen dem Kunden zustellt. Umzüge aller Art sind zwar nach wie vor das Kerngeschäft des Unternehmens, aber das Konzept der Lagerboxen bietet eine Menge Potenzial. Denn was 2015 mit dem Kauf des Gebäudes des ehemaligen Möbelkönigs begann, konnte schon in diesem Jahr mit der Eröffnung der zweiten Lagerhalle fortgesetzt werden. Was in Großstädten durch den bekannten Platzmangel schon lange gang und gäbe ist, kommt nun auch in Neubrandenburg und Umgebung richtig ins Rollen. Tendenz steigend.